Guten Tag, meine Herrschaften, und herzlich willkommen zu Vor Sonnenaufgang von Gerhard Hauptmann, dem ersten explizit sogenannten sozialen Drama der deutschen Sprache. Ein Disclaimer vorweg: Die schlesische Mundart, Heimatdialekt des Dichters, spielt in diesem Drama eine große Rolle, aber da sie nach dem Zweiten Weltkrieg aus bekannten Gründen so ziemlich ausgestorben ist, kann ich Ihnen leider nur die hochdeutsch synchronisierte Fassung anbieten. Die handelnden Menschen sind die Familie des Großbauern Krause, bestehend aus der alten Schnapsdrossel Krause selber, seiner ziemlich ekelhaften zweiten Frau und den beiden Töchtern aus erster Ehe, wobei nur die jüngere der beiden namens Helene überhaupt auftritt. Die ältere ist erstens schwanger, zweitens Alkoholikerin, drittens verheiratet mit dem Ingenieur Hoffmann, der auch im Hause lebt und hier in Oberschlesien mittels Kohleeinstieg ein Vermögen gemacht hat. Dann gibt's Wilhelm Karl, den Neffen der Frau Krause, seines Zeichens Freizeitjäger, sowie den Doktor der Familie namens Schimmelpfennig, der nicht vorhat, in dieser gottverlassenen Gegend noch länger zu verschimmeln. In die verirrt sich der Sozialwissenschaftler Alfred Loth, ein ehemaliger Kommilitone von Hoffmann, der mit ihm mal die gleichen Ideale geteilt hat und die alten Dinger jetzt immer noch mit rumschleppt. Hauptmann veröffentlicht sein Drama 1889 und im selben Jahr kommt es auch zur Uraufführung, allerdings als geschlossene Privatveranstaltung der gerade gegründeten Freien Bühne in Berlin. Sonst wäre es niemals durch die strenge Zensur des Kaiserreichs gegangen. Aber auch so löst es einen der größten Theaterskandale der deutschen Kulturgeschichte aus. Warum? Na, bilden Sie sich selber ein Urteil. Los geht's bei Krauses, wo der Loth reinschneit. Loth, das gibt's ja nicht, 10 Jahre nicht gesehen. Und die Helene guckt mal um die Ecke, Schwager, ups. Und der so, oh Gott, wer war das denn? Das ist meine Schwägerin, hübsch, ne? Sag mal, wie geht's dir denn? Ach du, ich saß 2 Jahre als angeblicher Sozialist im Knast. Du weißt doch, wir wollten so eine Genossenschaft in Nordamerika gründen, die Ikaria. Sag mal, du warst doch selber Mitglied. Nee. Und überhaupt, ich bin ja praktisch, das sind ja Hirngespinste, ja praktisch Krösus, habe ich gehört. Was? Apropos Krösus, kannst du mir vielleicht 200 Mark leihen? Und er so, ja klar, komm her. Und er schreibt ihm spontan einen Scheck aus, fragt aber auch nach, und was genau hast du über mich gehört? Ach, nur in der Kneipe, dass du einem örtlichen Bauunternehmer erst den Bau der Gebirgsbahn weggeschnappt und ihm dann auch noch die Braut ausgespannt hast, woraufhin er Selbstmord begangen hat. Und den Bauern hier in der Gegend hast du im Suff den Exklusivvertrieb der Kohle unter ihren Feldern abgeluchst für ein Appel und ein Ei. Also das ist, Zeit zum Abendessen, bleibst du da? Und er so, ja, okay. Und dann spricht er zum ersten Mal mit Helene. Hallo. Und was machen Sie hier? Ach, ich mache eine Studie über die Lage der Bergarbeiter. Schön haben Sie es hier. Ach, das ist doch ein armseliges Nest. Na, armselig, hier hat doch jeder Kohle. Ja, außer den Bergarbeitern, die gucken immer so traurig. Und das würde ich gerne ändern. Ernsthaft? Und sie ist total geschockt, weil sie noch nie jemanden begegnet ist, der irgendwie sozial engagiert ist. Dann ist Abendbrot und der Hoffmann stellt erstmal Frau Krause vor. Das ist Frau Krause, ja, sehr angenehm. Und das ist ihr Neffe Karl Wilhelm. Und der so, ja, guten Abend. Er stottert, hat Geld und ist Jäger. Zum Spaß, Taubenschießen zum Beispiel. Wie, Tontaubenschießen? Nee, Taubenschießen. Da werden die Tauben an einem Pfahl angebunden und dann schießt man drauf. Das ist ja barbarisch. Na, dann Prost. Und alle stoßen so an, nur der Hoffmann sagt, nee, ich trinke nicht. Und die so, was? Das ist der neureichen Bauersfamilie total suspekt. Und die so, wieso das denn? Naja, Alkohol ist ja die Droge Nummer 1. Also riesiger volkswirtschaftlicher Schaden und überhaupt auch, was das mit der individuellen Gesundheit macht. Ne? Ich meine, das vererbt sich ja sogar. Und die Helene so, was? Und ihr hier in Schlesien, ihr habt ja viele Säufer. Ich habe da vorhin zum Beispiel einen in der Kneipe gesehen, ganz heftiger Säufer. Und der Karl prustet so raus. Haha, das war der Alte. Und die Helene so, pfui. Und sie dampft ab, er dampft ab, Krause ihm hinterher und er checkt's nicht. Ich check's überhaupt nicht. Und der Hoffmann so, ach, Weiber. Einige Stunden später, kurz vor Sonnenaufgang, sehen wir eine ländliche Idylle im Hofe des Anwesens, als der alte Krause aus der Kneipe heimgewackelt kommt und sagt, trink, trink, Brüderlein, trink. Und Helene will ihn diskret nach Hause befördern. Komm, Papa. Und er wird echt widerlich. Na, meine hübsche Tochter, willst du dir was verdienen? Und begrapscht sie und sie so, du Schwein! Kurz darauf schleicht sich Karl, kaum angezogen, aus dem Krause-Hause raus, nämlich aus dem Bettchen von Frau Krause, und ein Bauer sieht ihn, der gerade seine Sense dengelt und der so hier besticht ihn, gibt ihm Geld, du hast nichts gesehen, Klappe halten. Und dann geht er Lerchen schießen. Ja, das sind Singvögel und die schießt man normalerweise eigentlich nicht.
Lot, der spazieren geht, sieht ihn dabei und sagt dann, boah, diese Ballerspiele, ne, das ist echt so debil. Und der beschimpft ihn dann als Dr. Luder. Also als Akademiker wird er als Doktor bezeichnet, Dr. Luder. Und dann kommt aber Helene und die zwei unterhalten sich zum zweiten Mal ernsthaft. Hallo, hallo. Und sie kommen auf Lektüre-Empfehlungen zu sprechen. Und der sagt, also Werther ist total dumm, aber so ein schöner Historienroman über den Untergang des Römischen Reiches, das wäre im augenblicklichen Kampf gegen die religiöse Heuchelei, gegen den Militarismus unseres Staates und den Mord durch Ausbeutung im neoliberalen Kapitalismus genau das Richtige. Das habe ich übrigens selber erlebt, diese Unterdrückung. Und deswegen kämpfe ich auch dagegen. Wahnsinn, hier gibt es ja auch so viel Unterdrückung und Ausbeutung der Bauern. Und auf dieses Stichwort hin sehen wir genau das, nämlich Frau Krause, die eine Magd rausschmeißt und sagt, verschwinde! Und dann greift die Helene ein und sagt, wieso soll sie denn verschwinden? Weil sie mit dem Großknecht im Bett war, das Aas. Die Magd bleibt. Was? Und Frau Krause gibt ihr konsequenterweise erstmal eine Ohrfeige. Aua! Und Helene legt aber noch einen drauf, wahrscheinlich weil der Lot zuguckt und sagt, die Magd bleibt, sonst erzähle ich, dass du es mit deinem eigenen Neffen Karl Wilhelm treibst, den ich heiraten soll. Was? Unverschämtheit! Aber die Magd bleibt, immerhin. Wenig später ist Dr. Schimmelpfennig da. Der guckt natürlich nach der Gebärenden und dann ergreift der Vater Hoffmann die Gelegenheit, ihn zu fragen, was er jetzt tun soll, damit sein zweites Kind nicht auch wieder stirbt, weil die Mutter ja Alkoholikerin ist und der antwortet ganz trocken, Mutter vom Kind trennen, lassen Sie es doch von der Helene erziehen. Helene, und dann kommt die rein, ist aber ganz verheult und sagt, was für ein schreckliches Haus, Säufervater, verhurte Stiefmutter, versoffene Schwester, genau, du bist die einzige Tolle hier, deswegen lass uns zwei doch neu anfangen. Und er fingert sie an und sie so, Finger weg, du bist genauso ein Schwein wie die anderen. Dann ist aber Frühstück und weil der Lot kommt, reißen sich die beiden zusammen. Und der so, du, ich habe da gerade einen rausgehen sehen. Ich hatte auf der Uni einen Freund namens Schimmelpfennig. Ja, das ist unser Doktor, der Doktor Schimmelpfennig. Das gibt's ja nicht. Sag mal, Alfred, was machst du eigentlich hier? Du, ich gut, dass du fragst. Ich will eine Studie über die Lage der hiesigen Bergleute machen und 4 Wochen in den Gruben einfahren und recherchieren. Da kannst du mir doch sicher die Genehmigungen besorgen, oder? Was? Nee, auf keinen Fall. Und schockiert macht Hoffmann einen Nebenkriegsschauplatz auf, weil er mitgekriegt hat, dass da was zwischen den beiden läuft. Und er sagt, was ist denn eigentlich mit deiner Verlobten? Du, die hat sich von mir getrennt, als ich in den Knast musste. Also kein Alkohol, keine Ehe oder was? Nee, heiraten würde ich schon, aber meine Frau, die müsste erstens kerngesund sein, zweitens meine Arbeit akzeptieren und drittens schon auch mal selber sagen, was sie empfindet für mich. Und der Hoffmann so, wie denn? Eine Frau soll einen Mann ansprechen, beziehungstechnisch, das ist ja total pervers. Und Helene wird das mittlerweile zu heiß und sie dampft ab. Die Jungs unterhalten sich weiter. Sag mal, Lot, hast du das ernst gemeint mit dieser Studie über die Lage der Bergarbeiter? Willst du mich, deinen alten Freund, ruinieren? Wieso, weil die Arbeitsverhältnisse so schrecklich sind? Das habe ich nicht gesagt. Hör mal, wenn ich gewusst hätte, dass du hier bist, dann wäre ich gar nicht erst hergekommen. Okay, nee, dann ist ja alles gut. Mensch, jetzt bin ich erleichtert. Willst du die Reisekosten erstattet haben? Und du und die Helene, meinst du, das wird was? Nee. Missverständnis. Ich mache die Studie natürlich, trotzdem. Was, du Arsch? Wut entbrannt, stapft Hoffmann ab. Lot zerreißt seelenruhig den Scheck, den er von ihm hat. Den will er jetzt nicht mehr annehmen. Da kommt die Helene rein und er so, ja, jetzt muss ich mich von Ihnen verabschieden. Ich habe mich mit Ihrem Schwager gestritten. Und sie so, was? Nein, hierbleiben. Nämlich, ich empfinde etwas für Sie. Dieses Liebeseingeständnis ist für eine Frau im wilhelminischen Deutschland so empörend und unerhört, dass sie prompt ohnmächtig wird. Helene! Eine Viertelstunde später ist sie aber wieder auf den Beinen und sie haben im Hofe des Anwesens eine echte Liebesszene. Knutsch! Bin ich die Erste? Nee, da war die Luzi und die Edna und die Sophie. Nein, ich will's gar nicht hören. Aber das, was ich will, bist du. Und nachdem er geschworen hat, dass er immer nur sie geliebt hat, fragt er nebenbei, sag mal, sind deine Eltern eigentlich gesund? Und sie so, naja, Mutti ist im Kindbett gestorben, aber Papa, na also. Er lässt sie nicht ausreden, was sich als fatal erweisen wird. Und wo gerade die Rede vom Tod im Kindbett war, beginnt doch jetzt einfach mal die Geburt. Die Geburt beginnt! Und sie so, nein, die wollen nur die alte Hebamme und nicht den Arzt holen, dann hole ich ihn selber. Sie rast los, den Arzt zu holen.
Sie hätte sich aber Zeit lassen können, denn die Geburt dauert stundenlang. Mittlerweile ist es 2 Uhr nachts. Dr. Schimmelpfennig war gerade wieder oben im Schlafzimmer und hat nach der Gebärenden geguckt. Da trifft er auf Lot. Das gibt's ja nicht. Schimmel, alter Junge. Und die beiden Buddies unterhalten sich. Was machst denn du hier? Du, ich verdiene hier einfach nur Geld. Ich arbeite 20 Stunden am Tag. Bald bin ich weg. Und du, was treibt dich hierher? Ich mache eine Studie über das alles hier. Was? Na, da kann ich dir auch was erzählen. Hier gibt's eigentlich nur Säufer, Fresser, Inzest, Degeneration. Jede Familie, überall. Was? Aber da gibt's doch sicher Ausnahmen. Kaum. Sorry. Und der muss nochmal schnell nach oben. Da kommt die Helene rein. Wahrscheinlich hat ihr weiblicher Instinkt ihr gesagt, dass es jetzt ernst wird. Und sie sagt, du, ich will jetzt sofort weg von hier mit dir. Was? Wieso denn? Weil ich sterbe, wenn du mich sitzen lässt. Ja, aber das mache ich nicht. Wir gehen, sobald du willst. Wirklich. Dann ist sie wieder weg. Der Schimmelpfennig kommt rein und sagt, sag mal, ist da was zwischen der Helene und dir? Ja, ich weiß, die ist jetzt nicht die Schönste, aber nee, darum geht's mir nicht, sondern um deinen Gesundheitswahn, wenn es ums Heiraten geht. Der Vater ist Säufer, die Schwester ist Säufer, ihr erstes Kind ist als Alkoholiker zur Welt gekommen und mit 3 gestorben. Was? Ja, aber das vererbt sich doch und dann kann ich die ja nicht mehr heiraten. Und Kritzel Kritzel schreibt er ganz schnell eine Notiz und ist weg und er ist auch weg. Dann kommt sie reingestürzt. Es ist tot geboren. Alfred? Alfred? Notiz? Was? Wir können Freunde bleiben? Nein! Sie schnappt sich einen Hirschfänger von der Wand und während ihr versoffener Vater aus der Kneipe nach Hause kommt, trink, trink, Brüder, hab ich dich, hübsche Töchter, geht sie nach nebenan und ersticht sich. Aua! Das ist alles ein bisschen verstörend und extrem. Vor allem aber auch der radikale Lot, denn Hauptmann präsentiert hier keineswegs einen Problemlöser, sondern eigentlich nur die Probleme und keine Lösungen. Fest steht aber mittlerweile, Flucht, wie er sie praktiziert, hilft nicht vor Sucht. Reden aber schon. Trotzdem sauft nicht so viel. Und das, liebe Gemeinde, war Vor Sonnenaufgang von Gerhard Hauptmann. Vielen Dank.